Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diesen Look hier geschminkt habe und auch diese Frisur dazu kreiert habe. Mir hat eine ganz, ganz Liebe auf Facebook geschrieben und hat mich gefragt, ob ich ihr denn irgendeinen Look empfehlen könnte, den sie zu ihrer Weihnachtsfeier tragen könnte. Und da habe ich mir gedacht, da könnte ich doch gleich ein Video darüber drehen. Das ist dabei rausgekommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Der Look und die Haare sind wirklich sehr, sehr einfach zu nachmachen. Ich habe auch bei den Augen geschaut, dass ich keine Wimpern verwende. Alle Produkte, die ich verwendet habe, habe ich in der Drogerie gekauft. Also ihr könnt wirklich den Look 1:1 nachmachen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, drückt doch gerne abonnieren. Und jetzt geht's los. Als allererstes beginne ich mit den Haaren. Und wenn ihr wissen wollt, warum meine Haare zurzeit ein wenig schrecklich aussehen, könnt ihr gerne bei meinem letzten Video vorbeischauen. Mein schlimmster Friseurbesuch ever. Sie müssen absolut nicht frisch gewaschen sein. Es ist sogar gut, wenn sie einen Tag alt sind, weil dann ist es einfach griffiger und die Haare halten viel, viel besser und sie gehen euch nicht so schnell auf. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei so kleine Gummis, ein paar Haarnadeln und Gummiringerl. Als allererstes nehmt ihr euch mal eine Strähne vorne. Und dann nehmt ihr euch einfach hier eine zweite Strähne und die schlagt ihr dann über die erste Strähne drüber. Schauen, dass das alles schön nach hinten geht, dass da keine Wuschel sind. Und dann lasst ihr die erste Strähne fallen. Nehmt ein paar mehr Haare, greift euch eure Strähne wieder und legt diese wieder über die andere Strähne drüber. Dann lasst ihr die hintere Strähne wieder fallen, nehmt euch mehr Haare dazu und legt sie wieder drüber. Und das Ganze wiederholt ihr jetzt, bis ihr hinten zur Hälfte kommt. Ich halte es mir dann immer gern hinten mit dem Daumen so fest, dass das nicht wegrutscht, dass das auch richtig fest wird. Dann ziehe ich mir die Haare wieder nach unten und nehme wieder mehr dazu. Und wieder zurück. Dann, wenn ihr alle Haare habt von der Hälfte, kordelt das noch ein bisschen weiter nach unten. Einfach, dass euch das dann nicht aufgeht. Dann nehmt ihr euer erstes kleines Gummiringerl und macht es ganz oben fest. Die erste Seite ist fertig und dann mache ich dasselbe auf der anderen Seite. So, wenn ihr die beiden Zöpfe jetzt habt, macht ihr einfach aus den beiden einen Zopf. Meine Haare sind hinten jetzt noch ziemlich unsauber. Dann nehme ich dann einfach einen Schiebespangerl, lege mir das so rüber. Danach nehmt ihr das zweite Gummiringerl. Ich fussel meine Haare immer ein bisschen so auf. Dann einmal herum. Zack, zack. So, dann kommen die zum Einsatz. Das ist auch schon die Frisur. Super einfach, oder? So, dann legen wir gleich los mit dem Make-up. Als allererstes beginne ich mit dem Primer und dafür verwende ich heute den Art Deco Skin Perfecting Make-up Base. Den trage ich einfach mit meinen frisch gewaschenen Händen auf mein Gesicht auf. Danach verwende ich diese Foundation von Catrice, das ist die Even Skin Tone Beautifying Foundation und die trage ich dann ganz normal mit meinem F80 Pinsel von Sigma auf. Diese Foundation ist auch sehr deckend und sie hält wirklich lange. Deshalb ist das, glaube ich, ganz gut bei einer Weihnachtsfeier oder so, weil da sollte die Foundation ja halten.
Danach, wo mir die Deckkraft noch ein bisschen zu wenig ist, verwende ich das Catrice Camouflage in der Farbe Ivory jetzt, weil ich so hell geworden bin schon wieder. Jetzt mit der Haarfarbe schaue ich zwar eh noch blasser aus, weil sie mir überhaupt nicht steht, aber ja, ich bin im Winter generell blass. Als Concealer verwende ich den Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Trage ich dann so in einer Dreiecksform unter mein Auge auf. Und auch ein bisschen was auf mein Augenlid. Und das Ganze verblende ich dann mit dem feuchten Beauty Blender. Zum Setten verwende ich das Catrice All Matte Plus Powder. Unter den Augen verwende ich den IQ Rouge Pinsel, weil man mit dem einfach super in die kleinen Winkel kommt. Und für das restliche Gesicht verwende ich den großen Puderpinsel von IQ. Danach bronze ich mein Gesicht und dafür verwende ich den Bronzer von Catrice. Und zwar ist das der Bronzer in der Farbe Deep Bronze. Und ich verwende jetzt immer diesen Pinsel hier von MAC, und zwar ist es der 135er und ich mag den wirklich gerne. Als nächstes Rouge. Dafür verwende ich das Sunrose Avenue von Catrice. Das hat auch so einen leichten Schimmer drinnen und ich finde das so, so schön. Und ihr werdet dann sehen, dieses passt perfekt zum Lidschatten, den ich verwenden werde. Ich habe da nämlich schon was im Kopf. Dann als nächstes mache ich meine Augenbrauen. Diese werde ich aber wieder überspringen, weil ihr könnt gerne bei meiner Augenbrauenroutine vorbeischauen. Und dann sehen wir uns in einer Sekunde. Jetzt kommen die Augen dran. Und dafür verwende ich als allererstes diesen Lidschatten. Dieser heißt Bring Me Frosted Cake. Ist auch einer von Catrice. Und den gebe ich auf mein gesamtes Lid bis zur Augenbraue. Dieser dient mir einfach als Basis. Danach von derselben Linie I Wear My Plum Glasses at Night. Die haben alle so lange Namen. Und den gebe ich mit einem ganz großen, fluffigen Pinsel in meine Lidfalte. Bei den Lidschatten ist es einfach so, die sind nicht so stark pigmentiert, deswegen muss man einfach öfter wieder rein und drauf und rein und drauf und rein und drauf, bis man einfach die gewünschte Pigmentierung erreicht hat. Das Ganze natürlich immer schön ausblenden, bis keine harten Linien mehr übrig sind. Danach verdunkle ich das Ganze nochmal mit diesem Lidschatten, Starlight Espresso. Ich gebe es auch ein bisschen auf das Augenlid drauf, dass das Ganze einfach smoky wirkt. Und ich schaue halt, dass der äußerste Winkel am dunkelsten ist. Ich weiß nicht, ob das dunkelsten oder dunkelsten heißt. Was würdet ihr sagen? Danach verwende ich nochmal diesen Pinsel hier, den ich vorher verwendet habe, für das Helle zum Auftragen. Und gehe mit demselben Lidschatten, den ich gerade oben drauf gegeben habe, nochmal unter meiner unteren Wasserlinie entlang. Danach nehme ich nochmal diesen hellen und ich trage den nochmal in meinen inneren Augenwinkel auf und auch ein bisschen auf mein Lid hinauf. Ein bisschen hier darunter. Und dann habe ich hier noch so einen leicht rosé schimmernden Lidschatten. Und zwar ist das der On the Cover of the Past L, also wie diese Zeitschrift und Pastell halt zusammengemischt. Und den trage ich mit dem 242er Pinsel von MAC auf meinen Augenbrauenknochen auf, um diesen zu highlighten. Gebe auch noch ein bisschen was in den inneren Augenwinkel, aber das muss man nicht machen. Also ich mache das einfach, weil ich das gern mag. Das ist mit dem Lidschatten eh schon alles. Ich finde das jetzt nicht zu übertrieben oder auch nicht zu wenig und ich finde, das passt eigentlich voll gut für eine Weihnachtsfeier. Man ist schön hergerichtet, aber man ist nicht so aufgetakelt. Danach nehme ich die Wimpernzange und, wie sagt man das auf Deutsch, danach bringe ich meine Wimpern in Schwung. Form. Sagen wir mal in Form. Weil ich möchte heute auch keine falschen Wimpern verwenden, weil ich genau weiß, nicht jeder mag falsche Wimpern. Dann kleben sie wieder nicht und deshalb wollte ich es einfach so einfach wie möglich lassen. Danach gebe ich Wimperndusche drauf. Die ist auch von Catrice. Die habe ich mir neu gekauft. Und zwar ist die Luxury Lashes Ultra Black. Und ich muss sagen, die ist echt gut. Ich habe sie zwar jetzt erst einmal verwendet, aber bei diesem einen Mal war sie wirklich schön. Also die ist wirklich zurzeit mein absoluter Favorit. Wenn ihr gerne mal wieder ein
Favoritenvideos sehen möchtet, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Dann natürlich Highlighter. Ich verwende heute mal nicht den Mary Luminizer von DeBarn, den ich sonst verwenden würde, weil ich möchte euch gerne eine Alternative dazu zeigen. Und zwar aus der Chocolate Nudes Palette, auch von Catrice. Dieser erste Lidschatten, der ist zwar sehr, sehr weiß, aber wenn man nicht zu viel drauf gibt, ist es wirklich schön. Und zu guter Letzt noch einen Lippenstift. Und zwar ist das eigentlich nicht wirklich ein Lippenstift, sondern so ein Lipschein mit Farbe. Und das ist von Gauche. Weil ich finde, wenn man jetzt so einen dunklen Lippenstift oder so drauf hat, dann isst man was bei einer Weihnachtsfeier. Und dann muss man immer nachschminken mit einem Spiegel und bla bla bla. Und bei denen kann man einfach mal schnell nachbessern. Und braucht nicht wirklich einen Spiegel dazu, weil die haben so eine Spitze und ich finde die wirklich cool. Dieser ist in der Farbe Love Story. Das ist mein fertiger Look für die Weihnachtsfeier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und falls ihr es nachmacht und ein Foto davon postet, markiert mich doch gerne drauf. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Advent und viel Spaß auf der Weihnachtsfeier.